Die Rente im Jahr 2022 boostern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die eigene Altersrente aufbessern, auffrischen, wer will das nicht, sozusagen das Rentenboostern für das Jahr 2022. Und hier meine vier ultimativen Booster-Tipps für Ihre Rente im Jahr 2022. Erster Tipp. Nutzen Sie im Jahr 2022 die günstigen Hinzuverdienstregelungen für Ihre vorgezogene Altersrente. Sie können mit Rentenbeginn ab 2022 weiter 46.060 Euro Hinzuverdienst anrechnungsfrei neben Ihrer Rente dazu verdienen. Mein zweiter Tipp. Zusätzliche Rentenbeiträge zum Ausgleich von einer Rentenminderung im Jahr 2022 einzahlen, wenn Sie zum Beispiel planen, dass Sie in ein paar Jahren mit 63 mit Abschlägen in Rente gehen wollen. Warum? Die Rückkaufswerte sind im Jahr 2022 günstiger, weil das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2022 gesunken ist und damit sich in der Berechnung der Ausgleichsbeträge ein niedrigerer Betrag zum Ausgleich der möglichen Rentenminderungsbeträge hier ergeben kann. Das ist also die Folge dieses gesunkenen vorläufigen Durchschnittsentgelts für das Jahr 2022, was auch jetzt schon feststeht. Der dritte Tipp. Sie beziehen eine vorgezogene Altersrente und wollen diese ohne zusätzliche Arbeit aufbessern. Kein Problem, Sie können mit einer vorgezogenen Altersrente freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und somit Ihre Rente für den späteren Beginn der Regelaltersgrenze dann noch aufbessern und auch möglicherweise hier steuerliche Effekte ausnutzen. Ich denke da an das Jahr 2023, 100%ige Absetzbarkeit der Altersvorsorgeaufwendung. Und der vierte und der letzte Tipp. Wer einen Familienangehörigen pflegt, sollte sich diese Tätigkeit durch die Pflegekasse vergüten lassen. Wenn Ihr Familienangehöriger selber den Pflegegrad 2 hat, dann können Sie sich zusätzliche Entgeltpunkte für Ihre Pflegeleistung auf Ihr Rentenkonto gutschreiben lassen. Das können Sie immer dann tun, wenn Sie nicht mehr als 30 Stunden in der Woche selbst arbeiten und mindestens 10 Stunden in der Woche sogenannte Betreuungspflege für Ihren Angehörigen betreiben. Natürlich können Sie auch als vorgezogene Altersrente sich hier auch Ihre Rente noch gut aufbessern. In dieser Konstellation, wie ich es gerade genannt habe, mit dem Aufbessern der Rente durch die Pflege, geht das nur bis zur Regelaltersgrenze. Danach müssen Sie Ihre Altersvollrente in eine Altersteilrente umwandeln. Mit diesen vier Tipps können Sie Ihre Rente oder Ihre Rentenansprüche im Jahr 2022 aufbessern. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rentenberater Peter Knöppel.